Okay, los geht's und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich bin jetzt wieder online. Ich habe so ein bisschen an mein Setup gebastelt. Ich habe jetzt 2 Tage leider länger warten müssen auf Teile, die da kamen und weiß jetzt auch gar nicht, wie gut oder schlecht ich rüberkomme. Ich habe es mir jetzt zwar selber schon mal angehört, aber es kann sein, dass es sich ein bisschen verschlimmbessert hat oder verbessert hat. Also letztendlich habe ich nur ein USB A auf B-Kabel gegen ein USB A auf B-Kabel abgeschirmt mit so goldenen Steckern und sowas alles ausgetauscht am Mischpult. Und der Knaller, muss ich auch allerdings sagen, ist so ein sogenannter Fathead, den ich zwischen Mikro und Mischpult jetzt habe. Das Ding haut ja mal richtig rein. Das macht einfach mal 27 Dezibel mehr. Und als ich das eben gesteckt habe, da habe ich gedacht, oh, jetzt hast du zumindest genug Lautstärke und musst nicht mehr dein Mikrofon anfuttern. Denn ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich das Mikrofon irgendwie fressen musste, weil das natürlich ein dynamisches Mikrofon ist und die sind eigentlich in der Regel zwischen 2 und 5 Zentimeter, musst du da reinballern. Und dann sieht das halt immer so ein bisschen so aus, als wenn das Mikrofon fressen würdest. Aber nichtsdestotrotz, mein schönster Angriff. Ja, mein schönster Angriff. Tatsächlich dieses Mal so ein bisschen aus der It's-Ego-Perspektive. Ich bin eigentlich nie so ein It's-Ego-Typ, sondern ich lasse eigentlich in der Regel immer anderen den Vorzug, dass ich deren Angriffe zeige. Ich meine mache ich dann meist oder manchmal ja auch live und verdattel die dann ja auch mal gerne, muss man auch mal so sagen. Aber nichtsdestotrotz, tolle Liga-Woche gehabt hier, muss ich sagen. Vor allen Dingen hier im Clan Herausforderer, im Clan Free-to-Play, ja, da habe ich mich ein bisschen hängen lassen. Das tut mir auch ein bisschen leid, da habe ich abends immer so spät meine Angriffe gemacht, dass ich auch unter Umständen mal wenig Zeit hatte. Habe da wirklich 1 oder 2 Tage echt unmöglich angegriffen, weil es ging mir da ziemlich derbe auf den Sack, die ganze Woche so über 2 Rathausstufen Hit-Ups zu machen. Und weißt du, wenn du über einen Rathaus 11 Angriff auf einen Rathaus 13 mehr nachdenken musst als ein 14 auf 14, dann zermartert mir das Hirn, muss man ganz klar so sagen. Und vielen Dank auch an die mich so hart unterstützen in den Kommentaren, so nach dem Motto hier bei dieser Challenge. Toto, guck doch mal bei den anderen YouTubern, die machen das alle viel besser als du. Na klar, machen die das alle besser als ich. Obwohl ich gar nicht mal so schlecht bin, ne? Also im Moment hapert es hier nur an den 9, an den 100%. Da bin ich so bei 97, glaube ich, bisher gewesen. Also da hapert es noch, aber ich habe ja noch einen Tag, glaube ich, Zeit. Da hapert es noch, aber die neue Herausforderung, glaube ich, habe ich heute noch gar nicht. Doch, ich glaube, ich habe sie einmal angepeilt. Ah ne, die habe ich noch gar nicht gespielt. Die habe ich noch gar nicht gespielt. Ja, natürlich habe ich bei den anderen geguckt, Leute. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich das bei den anderen vorab gucke, also also alleine die Energieverschwendung dafür. Nein, es ist natürlich keine Verschwendung, die jetzt so gucken, aber ich rechne das einfach mal so zusammen, ne? Die Energieverschwendung dafür, dass ich die, sage ich mal, etwas länger gucken muss, um das Ganze zu kapieren, dann hier nachzuspielen, die körperliche Abnutzung, dann auch noch die seelische Abnutzung, weil ich es nicht packe. Ja, das ist mir alles viel zu viel Aufwand. Ich meine, es ist zwar toll, dass man das schafft, aber wenn ich jetzt wirklich ans Ende gucke, okay, das Universalbuch ist natürlich noch toll. Da hoffe ich ja noch auf einen Stern hier, dann habe ich das Unibuch immerhin, aber sind wir mal ehrlich, der letzte Reward, das ist so ein Witz, oder? Eine popelige Potion. Okay, es ist eine Resource Potion. Es ist eine Resource Potion. Oder beziehungsweise, nee, wie heißt das? Keine Resource Potion. Wie heißt die Potion jetzt? Eine Bilderpotion, ne? So heißt die, warte. Ja, Bauarbeitertrank, Bilderpotion. Ich meine, die sind sehr selten, weil es gibt sie ja nicht hier. Es gibt sie nicht hier. Also zumindest habe ich sie immer. Doch, es gibt sie hier. Für Juwelen, ja, für Juwelen, aber für Überfallmedaillen noch nicht, ja. Und hier unten im Shop für Medaillen kriegst du leider auch nicht. Ah doch, da kriegst du den Bauarbeitertrank schon, aber für irgendwas anderes kriegst du sie halt nicht. Ich glaube, hier für Geld oder sowas. Ne, da gibt es die anderen Ressourcen, aber auch keine Tränke. Ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich schon eine Frechheit von Supercell hier oben, nicht zu sagen, komm Leute, extra Skin oder umsonst. Wie heißt es hier? Szenerie oder sowas oder von mir aus 1000 Gems oder so hat. Keine Ahnung. Aber da so ein Bauarbeitertrank hin zu tun. Ja, ich meine, hier unten gab es schon eine Schippe, es gab einen Ressourcetrank. Das habe ich ja alles umgewandelt in Gems hier. Da kann ich mir jetzt eine für kaufen. Also deswegen mache ich mir um diese Dinger überhaupt keinen Stress.
Ja, ich mache mir da überhaupt keinen Stress rum. Ich will jetzt nicht sagen, die können mich mal, aber die können mich mal. Und aber was mich besonders freut, muss ich sagen, erstmal eben spenden hier. Was mich eigentlich besonders freut, warte mal, so, den noch da oben, den weiß ich noch nicht, ob ich den annehme. So ohne Spruch kommt ja eigentlich keiner rein. Hat aber keinen Clan. Mal sehen, ob er da nachher. Ich muss hier eh ein bisschen aufräumen. In den unteren Bereichen, da sind wir wieder Leute, die so dauerweg sind, ne? Und aber egal. Ich will euch den schönsten Angriff zeigen, aber vorab erstmal Glückwunsch zum Clan Free-to-Play. Der hat die Liga gehalten, trotz dieser blöden und nicht so effektiven Woche. Ich wollte gerade sagen, beschissenen Woche sagen, aber das sage ich mal besser nicht. Und aber hier die Herausforderer. Wir sind wieder schwarz. Wir sind wieder in der richtigen Liga. So empfinde ich das. Wir gehören einfach mit unserer Leistung in die Meisterliga. Wir sind jetzt wieder in die Meisterliga 3 angekommen. Also wir haben die Woche hier super agiert. So ein, zwei Angriffe wurden zwar nicht gemacht, aber am Ende hat es denn doch gereicht. Ich kann euch sagen, genau warum. Denn die ganze Woche war der Clan Star 007 uns A entweder hart auf den Fersen oder B. Sie waren immer so ein bisschen vor uns, prozentual sowieso. Das seht ihr, sind sie ja jetzt auch noch. Auch wenn wir Erster sind und sie sind Zweiter. Aber sternemäßig waren die auch immer so ein, zwei vor. Und wir immer so ein ganz kleines bisschen hinten dran. Der Clan SOS hat sich auch noch richtig cool gehalten. Ist auch übrigens ein deutscher Clan. Glückwunsch auch dort zum dritten Platz. Ich denke, das ist auch für die Truppe echt cool. Und aber. Wenn man jetzt mal nicht in die Ergebnisse guckt, sondern in die Gruppe guckt, wir können hier ja auch noch in die Runden gucken. Der Clan 007 hatte wohl einen schlechten Tag, den vorletzten Clankriegstag. Dort haben sie nämlich geschwächelt und haben verloren. Dort haben sie verloren, wir haben gegen SOS da noch gewonnen. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt waren wir, ich habe es ausgerechnet, als es geschwenkt hatte, waren wir, glaube ich, 13 Sterne vorne. 13 Sterne vorne. Und das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Das heißt, du kannst ruhig verlieren. Du musst halt nur zusehen, dass du nicht mit mehr als 3 Sternen Unterschied verlierst. Weil die anderen kriegen 10. Und so irgendwie war das. Aber letztendlich haben wir auch gegen Star 32 zu 28 gewonnen und haben hier die Liga dementsprechend, glaube ich, dieses Mal verdient gewonnen. So muss man sagen, ich bin mal gespannt in der nächsten Liga, also im nächsten Monat, wie wir uns dort schlagen, denn wir waren im unteren Bereich immer, ich will nicht sagen so ein bisschen unterbemittelt, aber wir hatten halt auch 13er. Teilweise hatten natürlich die Gegner da auch in den unteren Bereichen 11er. Das heißt, auch die hatten mehr oder weniger eine nicht so schöne Woche vor sich, aber wo es halt passte, 13 auf 13, da hat es natürlich gepasst. Und meinen Angriff hebe ich jetzt mal tatsächlich so hervor, weil der gelingt mir auch nicht immer. Der gelingt mir nicht immer, der gelingt mir nämlich ultra selten, muss man mal so sagen. Suilalo. Suilalo ist überhaupt nicht mein Ding, gelingt mir so selten, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen jetzt so, ja, wie soll man sagen? Ja, ich wollte nicht das Eis brechen, aber durch die Challenges, muss ich sagen, lernt man unheimlich viel. Sich in Geduld zu üben, was so ein Queen Charge angeht, oder lass mal die Helden laufen und so weiter. So hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen dort irgendwie, ja, so ein bisschen geschult und trainiert wird. Und deswegen habe ich diesen Gegner mit 3 Sternen tatsächlich mit einem Suilalo belegt. Okay, könnt ihr jetzt sagen, ja, Toto, die Base ist aber nicht so fett, aber letztendlich natürlich eigentlicher Plan hier über die 9 Uhr Flanke. Zwei Yetis. Zwei Eisgolems, Helden dahinter. Nur die Helden. Denn die Headhunter habe ich vergessen. Ja, die Headhunter mal wieder vergessen. Aus der Clanburg kam auch Böses raus. Da habe ich ja immer ein bisschen Schiss vor den großen Lakis. Und vor den Superlakaien. So heißen sie. Da habe ich ja immer ein bisschen Bammel vor. Aber. Hab das Ganze, glaube ich, ganz gut geregelt. Hab zur Sicherheit noch den Babydrachen mit dabei gesetzt und hab die Queen und die Helden jetzt erstmal laufen lassen, bevor hier unten auf dieser Ecke hier jetzt gleich der Sui-Part losgeht.
Die Luftabwehr dort fällt die eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, ob die noch gefallen ist, denn der erste Hund ist da ja rauf. Ja, sie fällt noch, dann dreht der Hund um und dann komme ich hier mit den, ja, so wie man es eigentlich macht, so ein bisschen, ne? So zwei, drei Loons immer pro Defensive, komme ich hier in die Base rein und ich war so happy, Leute, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Als ich den Angriff so bis hierhin so hatte, weißt du, so der Ballon immer noch am Leben. Okay, der Adler nervt mich natürlich immer noch, oder er hat mich ganz schön lange genervt, muss man auch sagen. Aber dennoch habe ich dann am Ende noch relativ viele Ballons, habe auch Cleanup nicht vergessen. Also auch die Minions mit eingepackt, um so ein bisschen was sauber zu machen. Hier unten hatte ich kurz Sorge, dass wir hier unten nichts kriegen, aber ich habe irgendwann ja die Headhunter gesetzt für nichts. Sie können halt im Cleanup jetzt weitermachen. Letzter Fries hier auf den Bogenschützenturm und nochmal mit Eil Richtung des letzten Infernos und auch dort mit dem Royal Champion. Der Royal Champion schafft es gerade noch so. Also echt cooles Ding hier, muss ich sagen. Also das, das küre ich einfach mal zum besten Angriff. Da bin ich heute echt voll in der ICE-Ego-Perspektive. Aber ich bin nicht so. Der ganze Clan hat super mitgemacht. Und es ist eine gemeinschaftliche Gesamtleistung, so eine Liga, immer. Es ist nie eine Einzelleistung, außer du spielst 15 Accounts alleine. Da kannst du sagen, ich bin's. Aber hier kann man das nicht sagen. Hier muss ich ganz klar sagen, haben wir das gut gemacht, diese Liga hier, und ich bin auch unheimlich stolz und ich bin auch vor allen Dingen unheimlich froh, dass ich noch die ein oder andere Wiederholung sehen kann, denn es war ja wieder Wartung, weil irgendwas mit dem Turnier nicht passte. Also wirklich schönes Ding hier, und ich habe leider nur 27 Medaillen bekommen mit dem Avatar, weil der natürlich mal wieder voller Medaillen war. Der Toto geht noch. Da gönne ich mir ab und zu mal was von, sollte ich mal mit dem Avatar eigentlich auch mal so machen. Ja, ich wollte dir letztendlich, sollte es erst das nur mal so gesagt sein. Ich hau das Ganze jetzt noch in den Schneidekasten, lade das für euch hoch, dann habt ihr noch eine ultra, ultra späte Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach Freitag wieder, mal sehen, wenn mein Mikro gut hält und jetzt nicht zu blöde rüberkommt, dann kann ich mir auch mal wieder anderes vorstellen. Aber ihr wisst selber, wenn einen etwas unheimlich stört, dann macht man es nicht. Und deswegen habe ich das an der Stelle so ein bisschen gelassen, etwas aufzunehmen, was mich am Ende selber nervt. Und aber das wollte ich zumindest für euch festgehalten haben, bevor jetzt irgendwann wieder morgen die Clan-Stadtspiele beginnen und wir womöglich keine Wiederholung kriegen. Wenigstens diese eine wollte ich euch zeigen. Ansonsten habt ihr ja so ein bisschen was gesehen. Und also nochmal schönen Dank an den Clan hier. Hut ab, free to play. Und ich würde sagen, wir sehen uns in weiteren Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.